Die einst einflussreiche Tante des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un hat zum ersten Mal seit 6 Jahren einem offiziellen Auftritt beigewohnt. Am 26. Januar zeigten staatliche Medien Kim Jong-hi bei einem Auftritt zum Mondneujahr in Pyongyang an der Seite ihres Neffen. Sie war seit 2013 weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden, nachdem Kim Jong-un die Hinrichtung ihres Mannes angeordnet hatte, der damals als zweitmächtigster Mann galt. Viele Beobachter glaubten, dass sie danach ins Exil gegangen oder sogar getötet worden war. Das Auftauchen der Tante werde, so der Nordkorea-Experte Oliver Hottam, Chefredakteur der Nachrichtenseite NK News, als Hinweis auf eine neue bedeutende politische Position im nordkoreanischen Regime gewertet.